Servus und Hallo von der Eurobiko in Frankfurt. Wir sind hier auf dem Stand von Scott und Scott hat zwei absolute Neuheiten, die vor Innovationen nur so strotzen und die schauen wir uns jetzt im Detail an. Viel Spaß mit dem Video. Und wir stehen hier mit Tobi Engelmann, der für Scott das Marketing in Deutschland macht und nicht nur Marketingmitarbeiter ist, sondern ich glaube einer der krassesten Dirtbiker, die wir in Deutschland haben. Servus Tobi, wie geht's dir? Hi, servus, danke, alles bestens. Mega. Ja, wunderbarer Messetag und jetzt einfach mal mit einem Highlight den Tag beenden. Wir haben zwei Neuheiten, die wir uns von euch jetzt heute anschauen. Einmal Scott Spark in der Version, die jetzt hinter uns steht und das andere, das Gravel Bike, das jetzt vor wenigen Tagen erst vorgestellt worden ist, das Gravel Addict. Und durch diese zwei Modellreihen wirst du uns durchführen. Ich freue mich schon. Was gibt's zum Spark-Modell Besonderes zu sagen? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Spark ist für uns schon immer ein sehr, sehr wichtiges Bike, wenn nicht sogar eigentlich das Wichtigste für uns als sportive Marke. Spark ist schon immer ein sehr berühmtes Rad, hat eigentlich schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Nino Schurter, Goldmedaille, sämtliche World Cups und jetzt auch im Team mit Kate Courtney. Also sind schon echt ein wichtiges Bike für uns. Und das haben wir jetzt nochmal für 2022 komplett überarbeitet, komplett neu gemacht. Ja, was sofort auffällt, ist, wo ist hier der Dämpfer versteckt? Ja, also das ist auf jeden Fall das Highlight am Bike. Wenn du drauf schaust, du hast vorne die Gabel und denkst dir, okay, Spark war doch immer ein Full-Suspension-Bike. Ja. Wo ist denn da der Dämpfer hin? Und den haben wir jetzt komplett hier im Rahmen integriert. In dem Bereich jetzt das Spark in der Non-RC-Variante, das heißt unser Trail-Bike mit 130 mm vorne und hinten 120 mm. Und mit der neuen Technik des versteckten Dämpfers konnten wir halt realisieren, dass der Dämpfer einerseits vor Umwelteinflüssen geschützt ist. Ja. Dann kommt der ganze Schwerpunkt beim Rad nochmal tiefer runter, was echt super fürs Handling und für die Laufruhe ist. Ja. Und dann auch noch ein Vorteil, dass wir zwei Flaschenhalter am Bike montieren können. Mm, ja. Also ganz große USPs vom Spark jetzt. Also gerade auch, dass der Schwerpunkt weiter nach unten wandert, glaube ich, sorgt dann auch für deutlich mehr Fahrkontrolle. Geschätzt. Ich kann nur schätzen, wie sich das fährt. Was man auch sieht, die Kabelintegration ist auch super gelöst hier. Wie habt ihr das gemacht? Ja, wir haben ja unser hauseigener Komponentenhersteller Syncros. Da haben wir jetzt schon einige Carbon-Cockpits auch gebaut. Und jetzt hier bei der Tuned-Variante auch ein schönes One-Piece-Carbon-Vorbau-Lenker-Konzept, was schön leicht und steif ist und was uns aber auch ermöglicht, hier die Kabel schön integriert am Vorbau reinlaufen zu lassen und geht dann durch den Steuersatz in den Rahmen rein. Und man hat hier echt ein cleanes Design. Und die Kabel sind von außen fast nicht mehr dann zu sehen. Ja, yeah, sieht super geil aus, mega aerodynamisch, super aufgeräumt. Mhm. Und was hier am linken Griff auch auffällt, da haben wir, was ist denn das alles? Drei verschiedene Dropper-Post-Möglichkeiten oder was ist das? Ja, wir haben bei schon ziemlich lange bei allen Scott-Fullies immer unser sogenanntes Twin-Lock-System. Yeah. Das heißt, wir können vom Lenker aus Gabel und Dämpfer immer gleichzeitig ansteuern. In eigentlich drei Positionen. Das heißt, hier sind wir im offenen Federweg 130, 120. Dann gehen wir hier in den Traction Mode, reduzieren den Federweg, aber nicht kompletter Lockout. So haben wir immer noch vor allem Traktion, wenn es mal beim Pedalieren bergauf über Wurzeln etc. geht. Und wenn ich einmal ganz nach vorne drücke, habe ich den kompletten Lockout. Ah. Und dann ist es quasi echt, wenn du Asphalt mal irgendwo hochtreten musst, ist komplett steif, du hast keinen Kraftverlust mehr. Und das ist für so ein Bike in der Kategorie auch echt immens wichtig. Ja. Einfach hier zurückklicken, bin ich wieder offen. Und hier unten habe ich jetzt neu für 2022 auch noch die Dropper Post, die ich damit ansteuern kann. Super. Also es ist echt von der Ergonomie kann ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, während der Fahrt da auch leicht rumzudrücken. Und das macht natürlich auch total Sinn, den Federweg zu justieren, je nachdem, welches Terrain man gerade mit dem Rad bestreitet. Genau. Wir sind jetzt hier wahrscheinlich nicht im niedrigpreisigen Sektor unterwegs, oder? Welchen Gewichtsklassen sind wir denn hier und was kostet uns das Spark? Wir sind hier bei der Tuned-Variante. Der kommt im Verkaufspreis bei 8.999 Euro. Ah. Ist aber auch, wie du von der Ausstattung sehen kannst, das lässt eigentlich keine Wünsche mehr offen. Ja. Tuned ist bei uns immer so das Modell, was so race-ready ist, was du sofort echt hart einsetzen kannst. Sogar mit Carbonfelgen? Genau, mit Carbonfelgen. Der Rahmen mit Dämpfer und Hardware, der wiegt hier 1955 Gramm, was dann auch echt eine Ansage ist. Mhm. Also es ist echt ein... Mit Dämpfer. Mit Dämpfer und
Alm, ja genau. Ja. Ja. Das ist dann auch echt ein echtes Leichtbauteil, wo auch der Scott schon immer für bekannt ist, dass die Rahmen echt im Carbonbereich schon sehr hochwertig und leicht sind. Ja. Ja, Tobi, wenn man jetzt das Rad so sieht und den eingebauten Dämpfer, könnte man meinen, es ist hyperkompliziert, den Dämpfer einzustellen, was Sag und so weiter angeht oder auch im Servicefall warten zu können. Aber da habt ihr euch auch was gedacht. Wie macht man das? Ja, also ich glaube, die Mechaniker, die es zu Hause gesehen haben, das Rad, haben erstmal gedacht, oh mein Gott, wie kriege ich da überhaupt den Dämpfer raus, etc. Aber wir haben uns da eine schlaue Lösung überlegt, und zwar über den Bajonettverschluss hier am Unterrohr kann ich eine große Serviceklappe öffnen. Und da komme ich perfekt an, erstmal an die Einstellmöglichkeiten, an den Luftdruck, ja, an den Rebound komme ich auch noch gut hin und kann aber auch hier den Dämpfer easy nach unten rausnehmen, Schraube lösen. Hier drüben im kleinen Schauloch, das durch einen Gummistopfen verdeckt wird, ja, kann ich den oberen Dämpferbolzen lösen und so kriege ich das den dann gut nach unten raus. Ja. Und Sag auch ablesen sogar. Genau, drüben ist eine kleine Sag-Skala. Da kann ich einfach drauf schauen und kann gucken, wie viel Negativfeder wirklich habe. Ja. Und damit kann ich dann eigentlich mein perfektes Setup ohne Probleme einstellen. Also mega innovativ, super beeindruckend, was ihr euch hier für das Rad überlegt habt. Das ist ja hier in der Tuned-Variante für knapp 9.000 Euro. Aber wer Scott kennt, der weiß, dass ihr ein riesiges Line-Up habt, wo halt wirklich jeder Kunde für seine Geldbeutel, für seine Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, auch was findet. Was habt ihr denn vom Spark her noch für Modelle? Ja, also vom Spark haben wir insgesamt, weil es echt ein wichtiges Bike ist, 26 Bikes in der 26. Tat. Ja. Und davon sind noch neben der Carbon-Variante in der Trail-Version mit 130, 120 ist auch noch die RC-Variante dabei, ja, sowie Aluminium-Modelle. Die zeige ich euch aber nochmal am Rad. Schauen wir uns an. Perfekt. Okay, und jetzt stehen wir bei der RC-Variante. Der einzigste Unterschied ist eigentlich, dass wir hier vorne 120 mm haben, mhm, und hinten auch 120 mm. Sonst ist eigentlich immer bekannt aus dem RC-Bereich Cross-Country, dass es um die 100 mm Federweg ist. Mhm. Aber wir dachten uns bei dem Rad auch, was die heutzutage die Strecken an die Fahrer für Anforderungen stellen, die werden immer mehr technischer, auch ruppiger. Im Downhill werden die echt krass. Und da haben wir uns dann dafür entschieden, einfach mal 120 mm anzubieten und auch bei einem sehr geringen Gewicht. Sind wir da jetzt immer noch im hochpreisigen Segment oder für welche Zielgruppe ist das jetzt konzipiert? Die ERC-Bikes sind immer noch, sag ich mal, im hochpreisigen Segment, mhm, gibt es dann auch als Carbon-Varianten, mhm, und ist dann, richtet sich echt an den sportlichen Fahrer, der wirklich schnell sein will, der leistungsorientiert fährt. Okay. Haben wir auch was für die Hobbyklasse? Ja, genau. Da haben wir noch die Aluminium-Variante und da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Wir haben ja diese Technik jetzt in den teuren Bikes gesehen und wir wollten aber auch realisieren, dass auch für den schmaleren Geldbeutel was dabei ist. Also haben wir uns auch entschieden, das Bike mit den kompletten Innovationen auch im Aluminiumbereich anzusiedeln. Mhm. Und da stehen wir jetzt davor, unsere Alu-Modelle, und hier beim günstigsten der Einstieg hier bei 2.400 Euro. Wow. Ja, 2.400 Euro ist tatsächlich auch was für die ganzen Innovationen fast noch erschwinglich ist. Beeindruckend. Und ich finde auch die Farbauswahl, die ihr hier präsentiert, super schick. Sind das die Farben, die man komplett durch euer Line-Up durchfindet? Sind das die neuen Farben auch für 22, die wir an allen Bikes dann finden werden? Ja, also gerade beim Spark, ich habe es ja erwähnt, 26 Modelle, da ist für jeden Geschmack auch farblich was dabei. Ja. Wir haben sogar ein paar ausgewählte Modelle, auch in dem Aluminiumbereich, die in zwei Farben angeboten werden. Und das zieht sich aber auch echt durch die komplette Modellvariante, durch die Modellpalette. Vor allem mit dem hochpreisigen Segment haben wir unsere Kernfarben im RC-Bereich, Tuned-Bereich. Das sind immer ähnliche Farbkonzepte dann. Mega. Contessa kommt wahrscheinlich auch dazu noch, oder? Genau, klar. Also die Mädels dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ja. Das Spark gibt es als Alu- und als Carbon-Variante, ja, als RC-Variante, natürlich auch als Damenbike. Ja. Und genauso ist es nämlich auch beim Gravel Addict, das wir uns jetzt anschauen. So, jetzt stehen wir vor dem wunderschönen Scott Addict, das er wirklich nur vor ein paar Tagen erst vorgestellt worden ist. Er sieht mega cool aus. Das Addict gab es ja schon als Gravel-Variante dieses Jahr. Und ich bin es ja schon mal gefahren, war mega sportlich. Wie ist es denn jetzt fürs nächste Jahr geworden? Ja, du hast es angesprochen, Addict Gravel war bisher sehr sportiv. Und für 2022 haben wir jetzt auch ein komplett neues Modell am Start, komplett überarbeitet, hat mit dem alten Modell nichts mehr gemeinsam. Ah. Und hier haben wir darauf geachtet, dass wir auch ein bisschen mehr in die Gravel, in das breite Gravel-Segment gehen. Also nicht zu spitz sportiv, aber auch nicht zu sehr auf Bikepacking orientiert. Das heißt, wir haben hier auch immer noch ein sehr sportliches Rad, aber auch mit den typischen Highlights wie, dass man breite Reifen fahren kann, hier in dem Fall 45 mm. Ich habe mehr Anschraubpunkte am Rad, dass ich auch was befestigen kann für einen Bikepacking-Trip. Ja, genau. Ja, mega hübsch. Du hast die Geometrie angesprochen, die wirkt sich ja extrem auf das Fahrverhalten auch aus. Wie würdest du jetzt das Fahrverhalten von dem Rad beschreiben im Vergleich jetzt zum letzten? Ist es ähnlich
wie ein Rennrad noch oder ist es komfortabler geworden und dadurch ja, eher Bikepacking-orientierter? Ja, also wir haben es schon noch, es ist ein sehr sportliches Rad, ja. Aber durch die neue Geometrie haben wir vor allem auch gewährleisten wir, dass es auch sicher im Gelände fährt, wenn es ein bisschen rauer wird und auch ein bisschen komfortabler ist. Ja. Ja. Aber du kannst immer noch sehr schnell damit fahren. Wir haben auch zum Beispiel immer noch Aero-Rahmenprofile, das halt wirklich auch noch immer nur einen gewissen Race-Charakter dem Rad aufdrückt. Ja. Und auch was sofort ins Auge fällt, ist einfach diese Lenker-Vorbau-Kombination von Synchros hier auch wieder mit der wirklich hübschen Kabelintegration. Sehr, sehr cool gelöst. Was wiegt es und was kostet es? Also hier sind wir im, klar, beim Addict Gravel Tuned sind wir natürlich echt beim teuersten Modell angekommen. Ja. Und da sind wir bei 8.499 Euro, haben aber auch hier einen sehr leichten Rahmen. Der Rahmen wiegt 930 Gramm und die Gabel zum Beispiel 395 Gramm. Da sind wir schon echt im sehr, sehr leichten Segment. Ja. Dann auch noch, klar, haben wir die Synchros Carbon Kombi oben drauf, die sehr leicht ist. Ja. Aber auch extra für das Rad mit einem Flair von 6 Grad ausgestattet ist, dass man auch noch wirklich Gravel gehen kann. Ja. Genau. Also da sind wir, wie gesagt, im sehr oberen Preissegment, aber wir haben es natürlich auch noch ein günstigeres Bike. Ja, und das schauen wir uns jetzt an. Genau. Und jetzt stehen wir vom Scott Addict Gravel 30 und hier ist ein bisschen was anders, aber das wirkt sich dann auch auf den Preis aus. Also wer kann sich dieses Rad leisten? Was kostet das? Ja, also hier stehen wir vom Addict Gravel 30, ist der Einstieg ins Addict Gravel, also die Carbon Gravel Variante. Ja. Da sind wir mit 2.599 Euro, gehen wir da rein, ist genau. Und wir haben trotzdem aber eine GRX-Schaltung von Shimano und auch keine Carbon-Einheit, aber trotzdem semi-integrierte Zugverlegung am Vorbau, also auch richtig clean, eigentlich der Rahmen ziemlich identisch und auch eine Carbon-Sattelstütze. Also da sind wir schon auch echt, da kann man wirklich voll mit Gas geben schon. Ja, auch mega schönes Rad, super geile Lackierung, sieht echt richtig cool aus. Wie sieht's denn aus? Wann kann der Endkunde das Bike dann tatsächlich auch beim Scott-Händler begutachten bzw. sogar kaufen? Ist das bald möglich? Ja, also das ist immer die Frage, die, glaube ich, sich jeder Endkunde auch stellt. Wann habe ich die Möglichkeit, mir so ein Rad zu kaufen? Ja. Also wir planen schon damit, dass wir dieses Jahr die Räder noch ausliefern, also im späten im späten Jahr, also zwischen Oktober, November, Dezember, sollten die ersten Bikes schon auf jeden Fall im Handel erhältlich sein. Mhm. Wir können da leider keine Versprechen geben. Es ist einfach die Lage im Moment, aber wir rechnen damit. Ja. Wir geben da aber auch keine leeren Versprechen leider raus. Ja. Ja, ist eine schwierige Zeit, aber mit ein bisschen Glück haben wir alle unter dem Weihnachtsbaum ein Scott Addict Gravel liegen. Ich würde es mir wünschen. Vielen Dank, Tobi, fürs Interview. War mega interessant. Ihr habt echt richtig krasse Produkte wieder vorgestellt. Ein riesen Line-up. Ich glaube, es macht mega Bock, mit dem Zeug zu fahren. Und wir probieren es auf jeden Fall aus. Und wenn ihr weitere Videos von der Eurobiko sehen wollt, dann bleibt gerne auf dem Kanal. Wir haben hier Videos verlinkt, wo ihr nochmal andere Herstellervorstellungen sehen könnt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank Tobi und bis bald. Ciao.